Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die Frage, ja, was hat dir dein Gegenüber zu sagen? Was möchte er oder sie dir sagen, dir mitteilen? Das wird hier eine Nachricht für dich sein und das Orakel wird gelegt mit dem Tarot auf Mystical Moments. Alle Informationen dazu gibt es unten in der Beschreibung. Und diese Legung, das ist eine Auswahllegung. Du wirst drei Karten zur Auswahl haben und du entscheidest dich zum Beispiel für eine Karte. Du kannst natürlich aber auch zwei oder alle drei nehmen. Ja, wenn dein Inneres dir das sagt, dann kannst du das ruhig tun. Ja. Aber auch nur wenn du eine Karte nimmst, dann wird natürlich auch hier die Nachricht, die Botschaft für dich übermittelt werden. Ich mische erstmal die Karten. Das ist die Nummer 1. Das ist die Nummer 2. Und das ist die Nummer 3. Du kannst dich, wenn du magst, kannst du dich natürlich auch an den Steinen orientieren. Ja. Das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2 und das ist Nummer 3. Geh in dich, wähle einfach einen Stein, eine Karte aus. Und ich starte einfach mal mit der Karte Nummer 1. Das sind die zwei der Kelche. Das ist natürlich hier die Liebe. Also die Nachricht von ihm, von deinem Gegenüber. Das ist hier eine Liebesnachricht. Ja, das ist nichts anderes hier. Und mal schauen, was dir dein Gegenüber denn mitteilen möchte insgesamt. Ich habe hier die 7 der Münzen. Das ist hier der Gehängte und der Mond. Ja, was möchte dir dein Gegenüber mitteilen? Diese Nachricht lautet hier: Ich habe Gefühle für dich, das sollst du auf jeden Fall wissen. Ich habe auch tiefe Gefühle für dich, das ist Liebe. Ja, denn die zwei der Kelche, das ist hier einfach ein Anzeichen dafür, dass Liebe vorhanden ist. Also dein Gegenüber möchte dir hier auf diesem Wege sagen, dass Liebe bei ihm vorhanden ist. Ist Liebesgefühle, ja, und er oder sie möchte diese Gefühle mit dir teilen, möchte diese Gefühle dir offenbaren. Und ich habe hier auch hier eine Frage an dich von deinem Gegenüber, von ihm oder von ihr. Liebst du mich auch? Bist du bereit, diese Kelche der Liebe auszutauschen, also in Austausch zu gehen mit mir? Bist du bereit? Magst du es? Wir können eins werden. Wir können zusammenwachsen. Ja, wenn du bereit bist, weil dein Gegenüber möchte dir hier mitteilen, dass bei ihm, das ist der Wunsch, ja, mit dir eine Einheit zu bilden, sich mit dir zu vereinen, eins zu werden mit dir durch die Liebe. Und auch mit der Liebe im Herzen. Ich habe das hier so, dass dein Gegenüber sich nicht so ganz sicher ist, ja, ob du hier auch Gefühle für ihn oder für sie hast. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber das zeigen mir hier die Karten an, dass dein Gegenüber
das nicht ganz weiß, ist sich dessen nicht so ganz sicher. Und ich habe das hier auch so, dass dein Gegenüber dir sagen möchte, dass vielleicht musstest du warten. Ja, vielleicht habe ich mir hier Zeit gelassen, aber die Zeit war hier nicht umsonst. Du hast nicht umsonst hier deine Zeit in mich investiert, in unsere Verbindung. Es kann sein, dass hier schon eine Verbindung besteht, wird mir hier in den Karten angezeigt. Also ihr kennt euch zumindest, und zwar, das ist nicht sowas wie das erste Date war erst vor 2 Tagen, ja, sondern das ist hier etwas, was schon etwas länger geht. Es besteht schon diese Verbindung, ihr habt schon Bekanntschaft miteinander gemacht und es kann auch schon etwas Festeres sein. Ja, und ich habe das hier so, dass dein Gegenüber möchte dich wissen lassen, dass sich Zeit lassen, dieses lange sich ziehen vielleicht, das ist hier nicht umsonst gewesen, sondern ich habe hier die Reifezeit. Ich habe hier auch sowas wie Reifeprüfung. Könnte auch sein für dein Gegenüber. Also er möchte oder sie möchte dir sagen, ich habe Zeit gebraucht, um reif zu werden. Um zu reifen und auch um diese Prüfung zu bestehen mit dir. Jetzt bin ich bereit. Jetzt ist es an der Zeit, mit dir diese Zweisamkeit komplett auszuleben, ja, also total, sich auch, wie gesagt, zu vereinen, eins zu werden, ja, sowas habe ich hier in den Karten, und die Früchte dieser Arbeit, die wir beide hier reingesteckt haben, ja, das möchte dir dein Gegenüber sagen, die ist ja nicht umsonst gewesen, ja. Also das wird sich hier auszahlen, weil ich habe hier die Münzen. Also dein Gegenüber möchte dir mitteilen, dass das alles nicht umsonst war. Dass ihr beide eine Zukunft habt, das denkt dein Gegenüber und das fühlt auch dein Gegenüber. Ich habe das hier so, Gedanken und Gefühle sind so miteinander vermischt und er oder sie sieht, dass ihr eine Zukunft haben könnt, eine feste Partnerschaft, eine Zweisamkeit, eine feste Verbindung, ja. Und ich habe hier den Gehängten und das zeigt mir auch an, dass dein Gegenüber möchte dich auch hier wissen lassen, dass vielleicht könntest du denken, dass er oder sie noch nicht reif ist, aber dem ist nicht so. Er oder sie hat von sich vielleicht lange nichts wissen lassen, beziehungsweise hat vielleicht hier und da mal nicht geantwortet oder hat hier und da mal ein Treffen vielleicht abgesagt, kann sein. Ja, es ist eine allgemeine Legung. Aber irgendwie war er oder sie für dich manchmal nicht so ganz da, nicht erreichbar, nicht geantwortet, Treffen platzen lassen oder einfach mental, emotional war dein Gegenüber irgendwo für dich nicht erreichbar und er oder sie möchte dir hier mitteilen, dass das, ja, dass diese Zeit wichtig, also richtig für ihn war, sich halt nicht zu melden, weil dann wäre daraus nichts geworden, dann wäre das Treffen einfach nicht so schön gewesen und weil ich habe hier auch so eine emotionale Abwesenheit bei deinem Gegenüber. Also wenn ihr euch hier gesehen hättet, das wäre irgendwie so kalt gewesen, ja? Oder in dem Moment, wo du diesen Anruf erwartet hast oder diese Nachricht haben wolltest, ja? Die Nachricht, wenn er oder sie sie geschickt hätte, die wäre irgendwie so fade gewesen oder er oder sie hätte dich abgewimmelt. Das kann man hier auch schon sehen. Denn dein Gegenüber hat hier nach einem Weg für sich mit dir gesucht, ja? Ich habe hier die Suche nach einem Weg mit dir und jetzt möchte dich dein Gegenüber wissen lassen, dass ihm oder ihr alles klar ist jetzt. Aus der Dunkelheit ins Licht. Der Weg wird jetzt sichtbar. Der Mond geht auf und der Weg wird sichtbar. Das ist hier keine Sonne, aber es ist der Mond.
Und der Mond leuchtet auch. Es ist zwar ein bisschen kalt, das Licht, aber trotzdem, man kann alles sehen. Und der Mond zeigt auch Ängste, Befürchtungen, Blockaden, Hindernisse an, die hier aber in dieser Legung überwindet werden oder überwunden worden sind von deinem Gegenüber. Ja, also das ist hier, wie gesagt, der Weg ist frei, aber der Weg ist für dein Gegenüber nicht einfach. Er möchte dich das wissen lassen, dass das es, ich habe hier sowas auch, ja, am Rande, es liegt nicht an dir. Es liegt an mir. Es ist etwas in meinem Inneren, ja, aber ich bin jetzt bereit, sich dem zu stellen. Diesen Ängsten hier, diese Oktopusarme, das sind so Ängste. Und auch vielleicht etwas, was dein Gegenüber versucht, so zu ergreifen und zurückzuziehen von dir. Sowas ist auch hier in der Karte zu sehen. Dass wenn so ein Tentakel dein Gegenüber hier schnappt, dann könnte sein, dass er zurückgezogen wird und muss sich wieder befreien und wieder den Weg neu gehen, neu entdecken. Und davor hat dein Gegenüber Angst und dein Gegenüber hat auch hier Bedenken, Befürchtungen, dass ja, dass vielleicht auch irgendwo die Vergangenheit einen einholen könnte. Ja, wenn du was damit anfangen kannst, dann ist es diese Aussage, diese spezielle Aussage ist dann halt für dich gedacht, ja. Und der Weg, wie gesagt, wird sichtbar. Dein Gegenüber hat jetzt zumindest einen Plan, eine Vision. Er oder sie weiß jetzt, was zu tun ist, wie man sich verhalten soll, was man tun soll, weil die Gefühle sind da, ja. Ich habe das hier eher so. Er oder sie wusste nicht, was er machen soll, was er tun soll, ja, also dein Gegenüber. Das war hier so ein bisschen unklar und mit Ängsten so untermauert, ja, so eine Unterschicht, das war so die Angst und die verschwindet jetzt ganz langsam. Dein Gegenüber überwindet sich, ja, ich habe das hier. Sich überwinden und diesen Weg gehen Schritt für Schritt. Diese Hindernisse, Blockaden werden von mir jetzt überwunden werden. Ich komme aus dieser Angst heraus. Und das ist hier was ganz, ganz Tolles in dieser Legung, weil diese Zweisamkeit, die thront ja über dem Ganzen, ja. Und dein Gegenüber möchte einfach mit dir zusammen sein. Egal was ist, egal ob jetzt da irgendwelche Sachen sind, die ihn eventuell zurückhalten könnten, er oder sie ist jetzt bereit, sich davon zu befreien und endlich mit dir diese Liebe auch zu teilen. Ja, das war die erste Legung. Das war die Karte Nummer 1. Ich hoffe, du bist in Resonanz gegangen. Wenn du magst, kannst du natürlich ja noch eine Karte wählen, beziehungsweise sogar zwei, wenn du magst. Ansonsten, wenn du damit zufrieden bist, wenn du keine weiteren Fragen hast, dann verabschiede ich mich von dir, wünsche dir natürlich noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Und ja, wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, vielleicht ein Like geben, vielleicht aber auch einen Kommentar da lassen, würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Meine Lieben, das ist jetzt die Karte Nummer 2, die Legung Nummer 2 mit dem grünen Stein. Ich habe hier die 10 der Stäbe und jetzt werden die Karten gemischt und was möchte dir denn gegenüber sagen? Herrscherin, die 9 der Kelche, wow, und das Ass der Kelche.
Also die Liebe ist da. Das möchte dich dein Gegenüber wissen lassen, ja, dass er oder sie Gefühle für dich hat. Liebe ist da, und zwar im Überfluss. Liebe im Überfluss. Die Schmetterlinge hier fliegen lassen. Da sind Schmetterlinge im Bauch bei deinem Gegenüber. Das möchte er oder sie, dass du das jetzt weißt. Und natürlich habe ich hier die 9 der Kelche und die Herrscherin. Also das sind sehr gute Karten im Allgemeinen. Hier habe ich hier die 10 der Stäbe. Und am Anfang habe ich hier so eine Botschaft, so eine Nachricht für dich von deinem Gegenüber. Er möchte oder sie möchte dich wissen lassen, dass ja eine Überforderung eine Rolle spielt. Ja, dein Gegenüber hat viel zu tun. Tut mir leid, aber ich habe viel zu tun. Ich habe sehr viel im Kopf drin. Ich muss vieles alleine erledigen. Auf Arbeit ist sehr viel zu tun. Im Privaten muss ich auch irgendwie Ordnung schaffen. Jeder will irgendetwas von mir. Ich kann mich nicht teilen, ja. Und ich trage hier eine große Verantwortung bzw. eine große Last befindet sich auf meinem Rücken. Und so muss ich durch die Welt gehen momentan. Und ja, vielleicht habe ich einfach dich ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht hatte ich ein bisschen wenig Zeit für dich. Vielleicht habe ich mich eine Zeit lang nicht gemeldet. Aber bitte glaube mir, ich habe wirklich viel zu tun. Ja, ich habe hier so eine Überforderung bei deinem Gegenüber. Er oder sie, ich sag mal so, kommt klar. Ja, das ist nichts, was nicht möglich ist, was unmöglich ist, was dein Gegenüber nicht schaffen könnte. Aber es ist nicht einfach. Es ist wirklich viel zu tun. Und vielleicht weiß sogar dein Gegenüber nicht, wo er anfangen soll oder wo sie anfangen soll. Aber ich habe das hier auch so in dieser Karte, dass so langsam nach und nach die Sachen in Angriff genommen werden und abgearbeitet werden. Das ist ja auch die Ernte irgendwie. Ja, vieles kommt zusammen, vieles kommt zusammen, und deswegen muss man jetzt leider sich damit beschäftigen, sich damit befassen. Aber was dich dein Gegenüber wissen lassen möchte, das ist hier ganz, ganz toll. Das ist hier sehr schön, denn du bist für dein Gegenüber die Herrscherin. Die Herrscherin, das ist eine Person, die weiß, was sie will im ersten Moment. Ja, also als allererst Info für dich. Dein Gegenüber nimmt dich so wahr, du weißt ganz genau, was du willst, und mit dir ist sehr viel möglich. Denn die Herrscherin bringt alles zum Wachsen, zum Gedeihen. Sie lässt alles sich entwickeln. Ja. Und auch wenn man vielleicht in einer schwierigen, ausweglosen Situation steckt, hier, das ist eine schwierige Situation momentan, Lebenssituation, Arbeitssituation, ja, vielleicht etwas Privates könnte auch sein, denn hier sind sehr viele Blumen und vielleicht auch alles auf einmal bei deinem Gegenüber. Und du bist diejenige, mit deiner Hilfe kann dein Gegenüber hier auch die ganzen Sachen hinter sich bringen bzw. abarbeiten. Du kannst ihm oder ihr helfen, das sehe ich im Kartenbild, und dein Gegenüber hofft hier nicht auf deine Hilfe, möchte dich auch nicht um Hilfe bitten, sondern wenn du siehst, dass da irgendwie Hilfe benötigt wird, ja, kannst du helfen, wenn du magst, ja. Aber ich habe es nicht so, dass dein Gegenüber jetzt hier unbedingt von dir Hilfe haben möchte. Ja, das nicht. Aber du bist die Herrscherin und du kannst, wenn du magst, helfen. Und du kannst natürlich auch hier alles, dass sich alles entwickeln kann. Ja, dass eure Verbindung wachsen kann, egal in welchem Stadium sich diese Verbindung befindet, die zwischen euch ist. Das ist egal. Das kann wachsen. Auch wenn das erste Treffen war, zum Beispiel vor 3 Tagen, könnte so sein, ja? Kein Problem. Dein Gegenüber hat dich schon gesehen, hat mit dir gesprochen und hat schon so einen Hauch von dem, wie du bist, ja? So charaktermäßig, so einen Hauch hat er oder sie schon mitbekommen. Und deswegen, ja, da hat schon dein Gegenüber eine Vorstellung von dir, und das ist die Herrscherin. Und auch wenn ihr schon 5 Jahre zusammen seid,
Ja, dein Gegenüber weiß einfach, dass du auch das Zepter in der Hand hältst, beziehungsweise halten kannst, wenn du willst, wenn es erforderlich ist. Du hast so eine fürsorgliche Art. Du hast so eine mütterliche Art. Das bedeutet nicht, dass dein Gegenüber dich als die Mutter wahrnimmt. Ja, vielleicht könnte hier für den einen oder anderen hier sowas sein, dass dein Gegenüber so einen Gedanken gehabt hat, du könntest die Mutter meiner Kinder sein, ja. Aber das ist wirklich nur am Rand, schwirrtest du so mit. Das ist nicht für alle gedacht. Das ist wirklich nur sowas, was das noch irgendwie mit sich bringt, also diese Karte. Aber ansonsten, dein Gegenüber sieht dich als jemanden, der alles zusammenhalten kann, ja, auf vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten kann, ja, Multitasking, und du hast alles im Griff. Du kannst alles unter Kontrolle bringen, und dadurch kann sich auch alles für dich dann positiv entwickeln. Und er oder sie möchte dir sagen, dass auch hier diese Entwicklung in dieser Verbindung, egal wo ihr zusammensteht, dass das möglich ist, ja, durch dich, weil du so bist, wie du bist. Ich habe hier eine sehr starke Persönlichkeit. Ja, das bist du für dein Gegenüber sehr stark. Aber das bedeutet nicht, dass du hart bist, sondern wenn du zum Beispiel eine Frau bist, ja, dann bist du auch weiblich. Du bist hier nicht aus Stahl, sondern du bist weiblich. Du kannst auch sanft sein, zart sein, schön sein, lieblich sein, angenehm sein, aber du kannst auch hart sein. Ja, das bedeutet aber nicht, dass dein Herz irgendwie versteinert ist. Ja, also dein Gegenüber findet hier, dass mit dir eine feste Partnerschaft zum Beispiel möglich ist. Er wünscht sich diese feste Partnerschaft, falls noch keine feste Partnerschaft zwischen euch sein sollte. Ja, wenn schon eine Partnerschaft besteht, egal wie sie aussieht, dann möchte dein Gegenüber, dass sich das entwickelt, dass das stärker, fester wird, ja, noch mehr. Und dein Gegenüber möchte dich hier wissen lassen, ich möchte mit dir die Zeit genießen, ich möchte dich sehen, ich möchte mit dir Spaß haben, ich möchte mit dir Feierabend machen, die Zeit genießen, einfach zum Beispiel, einfach sich treiben lassen, ja. Also nicht unbedingt hier ein Ziel, was ihr ganz genau machen sollt. Zum Beispiel, ja, wir gehen jetzt schwimmen, oder ja, wir gehen jetzt wandern, oder ja, wir müssen jetzt das Auto waschen, sondern das ist hier sowas wie egal was wir tun. Mir ist es egal, was wir tun. Hauptsache, wir sind zusammen. Du bist dabei. Und es ist eher so ein Wunsch nach Erholung mit dir. Etwas sich einfach Gutes tun. Zusammen, ja? Vielleicht hier, weil ich habe hier ja diese Kelche. Das könnte sein, zum Beispiel etwas trinken gehen, etwas essen gehen. Könnte hier auch sowas im Raum stehen. Nach der Arbeit oder am Wochenende. Einfach die Zeit mit dir genießen beim guten Essen und einfach so gemütlich, ja, sich mit dir gemütlich machen. Wenn für euch beide bedeutet gemütlich machen, zum Beispiel, ja, durch die Gegend mit dem Auto fahren und irgendwelche neuen Ecken entdecken, ja, dann ist es auch das hier gemeint. Diese Gemütlichkeit, das bezieht sich darauf, was ihr beide mögt. Und das möchte mit dir dein Gegenüber erleben. Er möchte dich bei sich haben. Ja, das möchte dir dein Gegenüber hier sagen. Und ich habe hier am Ende noch das Ass der Kelche. Und das Ass der Kelche, das ist hier eine Chance oder ein Angebot. Oder einfach dein Gegenüber kommt auf dich zu. Vielleicht brauchst du eine Entschuldigung? Vielleicht brauchst du eine Erklärung. Diese liebevolle Erklärung, diese liebevolle Entschuldigung, das ist ja auch ernst gemeint, wirst du bekommen von deinem Gegenüber. Er oder sie möchte dich hier wissen lassen, dass es ihm zum Beispiel leid tut, wenn da irgendetwas vorgefallen sein sollte. Wenn nicht, habe ich das hier so, dass dein Gegenüber möchte dir die Gefühle gestehen.
Die Gefühle offenbaren möchte dich wissen lassen, dass er oder sie dich liebt, weil ich habe hier nun mal das Ass der Kelche neben 9 der Kelche. Das ist die Liebe. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die Liebe, die nach 50 Jahren da ist zwischen zwei Menschen, aber sie ist da. Ja, das sind nicht die 10 der Kelche, es sind 9 der Kelche, aber mit dem Ass der Kelche habe ich hier sowas wie ja schon fast 10 der Kelche. Das ist ihr Glücksgefühl. Oder sie möchte dich wissen lassen, dass er glücklich ist, dass du da bist. Ja, dass er oder sie dich kennengelernt hat und möchte dir hier ein Liebesangebot machen. Ja, das habe ich hier. Anders kann ich das hier nicht deuten. Ja, das ist hier ein Liebesangebot, möchte er oder sie dir machen und hofft auf deine Gunst, hofft auf deine Zustimmung, hofft auf dein Wohlwollen. Und ja, die Schmetterlinge, die sagen ja eigentlich hier alles. Ja, dass man einfach diese Gefühle frei lässt, dass man diese Gefühle auch offenbart und auch ausleben kann, ja. Und das ist ja auch eine Chance, wird hier im Kartenbild angezeigt für euch beide. Diese Chance auf diese Liebe ausleben und teilen und auch, ich habe hier auch sowas wie einen Start. Vielleicht macht bei dem einen oder anderen von euch das einen Sinn, so ein Start, irgendwie Neustart oder eine neue Chance für euch. Ja, und das möchte dir dein Gegenüber hier mitteilen, dass er oder sie diese Chance möchte, ins Leben rufen möchte, umsetzen möchte, diese Chance. Ja, annehmen und dran arbeiten, zusammen mit dir. Ja, das ist hier die Legung gewesen. Ich danke dir, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Vielleicht magst du meinen Kanal abonnieren oder vielleicht, ja, wenn dir diese Legung gefallen hat, einen Daumen nach oben geben. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal, vielleicht ja, schreibst du mir einen Kommentar. Das würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Ich freue mich über jedes Kommentar. Und wenn du magst, kannst du natürlich auch hier bei mir Mitglied werden, Mitglieder meines Kanals, ja, genießen natürlich Vorzüge. Ja, das ist so ein kleines Dankeschön dafür, dass hier mein Kanal unterstützt wird, zum Beispiel durch die Kanalmitgliedschaft. Konnte ich hier jetzt endlich wieder mir neue Karten, Tarotkarten kaufen, ja. Also das ist so eine Art Dankeschön von dir für mich, du unterstützt mich. Und dann natürlich gibt es auch ein Dankeschön von mir, ja, dass es dich gibt, dass du hier bei mir Mitglied geworden bist. Es gibt einfach Orakel-Legungen, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Also es ist hier eine kleine Gruppe und ich lege die Karten nur für diese kleine Gruppe von Menschen. Ja, also vielleicht auch für dich. Und dann kannst du viel, viel schneller in Resonanz gehen. Guck es dir an, du kannst jederzeit kündigen. Mit einem Klick bist du raus, sogar am gleichen Tag, wenn es dir nicht gefällt, ja, wenn es dir nicht zusagt. Also das ist gar kein Problem, ja. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Das ist die Karte Nummer 3. Das ist der Amethyst. Und wenn du diese Karte gewählt hast, vielleicht diesen Stein gewählt hast, dann ist es hier deine Legung. Ich werde jetzt die Karten für dich mischen. Und das ist hier die Mäßigkeit. Ich schaue mal, was dein Gegenüber, was er oder sie dir mitteilen möchte, hier auf diesem Wege. Die 6 der Münzen.
die 2 der Münzen und die 2 der Stäbe. Ja, also was möchte dir dein Gegenüber sagen? Dein Gegenüber möchte dir mitteilen, dass er oder sie sich jetzt in einem Heilungsprozess befindet. Vielleicht habt ihr keinen Kontakt, vielleicht ist der Kontakt nur sporadisch, ja, vielleicht lebt ihr aber zusammen und irgendwie, ihr habt eine Verbindung schon länger, ja, ihr seid zusammen, aber irgendwie hat sich dein Gegenüber irgendwie zurückgezogen und er oder sie möchte dich hier wissen lassen, dass das deswegen ist, weil dieser Heilungsprozess im Gange ist. Man versucht, sich zu zentrieren. Dein Gegenüber versucht, die Mitte zu finden, in sich hineinzuschauen, hineinzuhorchen und diese Harmonie herzustellen. Es ist hier Harmoniebedürfnis zu sehen, Harmonie um sich haben wollen, ja, alles auch im Ausgleich haben. Und wenn du zum Beispiel auf eine Nachricht von deinem Gegenüber warten solltest, dann habe ich hier so, ich werde mich bei dir melden, ja, hier die Taube fliegt weg. Das ist hier natürlich auch eine Nachricht, die Bedeutung dieser Taube, das ist eine Nachricht, die losgeschickt werden wird zu dir, vielleicht schon jetzt, ja. Aber zumindest habe ich das hier so, dass dein Gegenüber möchte dich hier wissen lassen, ich werde mich bei dir melden. Momentan brauche ich aber noch irgendwie so die Zeit für mich. Ich möchte mich erholen. Ich möchte auch irgendwo die Einsamkeit genießen. Ja, ich habe hier auch mit der Mäßigkeit, das ist der stille Genuss. Ja, und das ist irgendwie so diese Zeit mit sich selber irgendwo genießen und auch die Mitte finden, alles harmonisch sehen, Harmonie herstellen. Und dein Gegenüber möchte dich auch hier wissen lassen, bei der einen Nachricht wird es nicht bleiben, denn ich habe schon eine zweite hier in der Hand und die wird auch dann losgeschickt. Dein Gegenüber möchte dich wissen lassen, dass er oder sie momentan ein bisschen Schutz braucht, ja, und deswegen vielleicht dieses komische Verhalten oder diese Zurückgezogenheit. Ja, denn irgendwie fühlt sich dein Gegenüber momentan auch verletzlich, als würde, ja, das ist so, vielleicht kennst du das bei einem Krebs zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das beim Krebs ist, aber die alte Haut wird abgeworfen und die neue ist noch so ganz frisch, ja, und da ist man sehr verletzlich und irgendwie so ist jetzt momentan dein Gegenüber. Dein Gegenüber hat irgendwie so eine ganz, ganz neue Haut auf sich, ja. Das ist natürlich auch hier sinnbildlich gemeint, ja, das ist hier eine Metapher, das ist im übertragenen Sinn, das ist nicht wirklich, ja, sondern er möchte dich wissen lassen, ich bin verletzlich, weil ich mich verändert habe. Diese Veränderung, die nimmt jetzt so das Ende, ja, und ich bin jetzt momentan noch verletzlich, weil das alles für mich irgendwie neu ist. Sowas kommt auch bei mir hier durch die Karte und deswegen dieser Schutz, auch dieser Schutz in der Einsamkeit vielleicht, aber die Nachricht kommt bald. Ja, so ist es nicht. Dein Gegenüber wird sich bei dir melden, wird bei dir vielleicht anklopfen. Das ist hier zu sehen. Das möchte dich dein Gegenüber wissen lassen. Und dein Gegenüber möchte hier, ich habe das hier so, möchte dir sagen, ich möchte freundschaftlich in erster Linie jetzt erstmal mit dir verbunden sein. Oder ich möchte erstmal überhaupt, dass diese Freundschaft bei uns wiederentdeckt wird. Oder wenn diese Verbindung ganz frisch ist, dann möchte dein Gegenüber das Ganze beginnen mit einer Freundschaft. Ich möchte das Ganze erstmal freundschaftlich angehen. Was daraus wird, wir lassen uns überraschen. Das möchte er oder sie dir mitteilen. Und er oder sie möchte sich mit dir befassen, möchte mit dir Zeit verbringen, möchte auch hier dir etwas geben, anbieten, dir helfen. Und natürlich, weil diese Harmonie hier notwendig ist für dein Gegenüber,
möchte natürlich auch dein Gegenüber, dass du auch, wenn notwendig ist, hilfst, da bist, Zeit anbietest, ja, für dein Gegenüber da sein kannst, wenn es dir möglich ist. Also ich möchte mit dir hier Tee trinken, ja. Das zeigt hier natürlich diese Karte und das ist hier auch so die Einstellung momentan. Das ist natürlich jetzt nur, ja. Und was die Zukunft bringen wird, das werden wir sehen, aber ich möchte erstmal das Ganze auf so einer freundschaftlichen Basis beginnen oder neu gestalten. Erstmal müssen wir Freunde sein, bevor es weitergehen kann. Und wir werden sehen, wo das Ganze uns hinbringt, ja, wo wir beide denn ankommen. Ich habe das hier so, vielleicht ist es bei euch so eine On- und Off- Beziehung oder Never Ending Story, denn ich habe hier dieses Unendlichkeitszeichen, ja. Das könnte hier ein Anzeichen dafür sein, dass ihr mal zusammen seid, dann wieder auseinander, dass da wieder eine Distanz zwischen euch ist, dann kommt ihr wieder zusammen und dein Gegenüber möchte dir eigentlich mitteilen, ich will das so nicht mehr, ja. Ich möchte endlich klare Verhältnisse haben, entweder oder, sowas kommt hier im Kartenbild zum Vorschein, entweder oder und lass uns doch bitte erstmal freundschaftlich das Ganze angehen, ja? Also, dass die Basis die Freundschaft ist. Ich möchte in dir die beste Freundin, den besten Freund haben, denn darauf kann man alles dann andere aufbauen, ja? Denn die zwei der Stäbe, das ist hier auch sowas wie sich Überblick verschaffen. Da sind auch Träume, Wünsche und auch Visionen. Man versucht hier ein Bild von der Zukunft sich auszumalen. Wie könnte es sein? Was wäre, wenn? Ja, das ist hier keine feste Vorstellung. Man versucht einfach sich irgendwie ein Bild zu machen, einen Überblick sich zu verschaffen. Und das sind auch so Träume, Wünsche, Vorstellungen, wie die Zukunft gemeinsam aussehen sollte. Aber ob das dann so wird, das ist hier eine andere Sache. Das möchte dir dein Gegenüber auch sagen, weil wichtig ist für dein Gegenüber erstmal, dass du ihm eine gute Freundin, ein guter Freund bist. Das ist das A und O für dein Gegenüber. Und dann kommt erst alles andere. Vielleicht war das bei euch so, dass ihr habt euch kennengelernt und es ging sofort zur Sache. Ja? Und ihr habt euch nicht richtig kennengelernt, bevor alles andere gekommen ist. Und dein Gegenüber möchte das jetzt nachholen, möchte dich einfach kennenlernen. Wie bist du? Wer bist du wirklich? Wie tickst du? Also eine Freundschaft. Weil natürlich, wenn eine Freundschaft da ist, ist es auch einfach eine Liebe darauf aufzubauen, ja, eine feste Partnerschaft. Weil es gibt nichts Schöneres, als wenn zum Beispiel der Partner auch der beste Freund ist. Und sowas habe ich hier im Kartenbild, dass sich dein Gegenüber genau das wünscht. Ja, das wollte ich hier mitteilen, das wollte dir dein Gegenüber hier sagen. Und er oder sie sitzt momentan jetzt erstmal aber noch zwischen den Stühlen. Weiß nicht so re recht, wohin die Reise geht. Ja, der eigene Schutz ist irgendwie am wichtigsten. Das bedeutet aber nicht, dass du keine Rolle im Leben von deinem Gegenüber spielst. Im Gegenteil, du spielst eine große Rolle und du sollst auch eine bedeutende, bedeutsame Rolle im Leben von deinem Gegenüber spielen. Und dann wird man einfach weiterschauen. Dann wird man einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wohin die Reise denn euch gemeinsam bringt, wo werdet ihr hingehen, ja, in welche Richtung. Also, also die Hoffnung bei deinem Gegenüber habe ich schon, ja, dass das noch sich ausbauen lässt, dass ihr beide zusammenwachsen werdet. Das ist hier nicht so, dass dein Gegenüber das nicht möchte. Aber momentan möchte dein Gegenüber hier leider sagen, vielleicht nicht leider, vielleicht ist es auch genau das Richtige jetzt für euch. Ja, das zeigen zumindest die Karten, dass das genau das Richtige ist momentan für euch, dass ihr erstmal Freunde seid, ja, Freunde, Freundschaft, sich einfach auf dieser freundschaftlichen Ebene begegnet und alles andere kann dann später kommen. Ja, das war's von mir, das war die Legung.
Das wollte dir dein Gegenüber mitteilen. Und ja, vielleicht, wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, ein Like da lassen, zum Beispiel einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr freuen. Wenn du magst, kannst du mir auch eine Spende zukommen lassen. Es gibt jetzt diese Funktion unten unter dem Video, das Herzchen neben den Likes. Das ist die Spendenfunktion. Wenn du magst, kannst du mich zum Beispiel auf einen Kaffee einladen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du hier warst, dass du dir diese Legung angeschaut hast und wünsche dir natürlich einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.